Was sind das für Idioten? Ich sag doch, bei Schiffen sind Wendys. Andy, du hast recht, bei Schiffen sind Wendys. Hey zusammen und willkommen zu einer Runde No More Cut auf dem HiveMC.com Server. Ne, wir haben einen blauen Skin gerade, das kann ich euch auch erklären, das ist mein zweiter Account gerade, auf dem ich online bin. Ich habe mich gerade genickt zu Juni. Ja gut, wir sind weiblich. Ja, das ist mein zweiter Account auf Hive. Also das ist mein zweiter Minecraft-Account, Privat-Account, bla bla bla. Der hat aktuell YouTuber-Rang auf Hive, mein Minecraft-Account nicht. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch gleich. Erstmal runter. Versuchen irgendwie in der Kiste was abzugreifen, wenn es geht. Wenn es möglich ist. Ne. Ne. Das war nicht möglich. Da ist nirgendwo eine Truhe, nirgendwo da ist eine Truhe. Nehmen wir auch direkt dankend an. So, erstmal. Einmal nach hinten gucken. Wir müssen jetzt einfach erstmal ein bisschen equippen. Das kennt man ja, das kennt man ja. Immer equip, equip. Wir gehen einfach mal hier die Route schön am Rand entlang, am Rhein spazieren hier, ne? Arme, unschuldige Menschen töten, die hier denken, sie könnten was machen. Ne, das wollen wir natürlich nicht. Dann nehmen wir den auch mal, das Standschild auch mal mit, weil wir es, bevor es jemand gegen uns verwendet, nehmen wir es lieber auch noch mit. Ne, nee, Helm habe ich noch nicht. Ich habe erst das in den Kuchen platziert. Jodo. Aber hier, ich finde hier immer, hier an der Seite, finde ich, hat man immer seine Ruhe, so ein bisschen. Ne? Kann man in Ruhe einmal rumlaufen, alles mitnehmen und hoffen, dass man vielleicht was Cooles bekommt. Was leider nicht immer der Fall ist. Ja, wieso zweiter Account, ne? Fragen sich jetzt immer noch Menschen. Mein Main-Account wurde schon vor Ewigkeiten, ist schon echt ein bisschen her, damals ja, auf dem Hive-Server gebannt. Wieso? Fragen sich jetzt gerade Leute. Ich wurde echt gebannt aus dem Grund, ich hätte angeblich Leute beleidigt. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich auf Hive gar nicht mal gespielt. Ich war total inaktiv auf Hive, beziehungsweise hab nicht mal gespielt auf Hive. Aber trotzdem gebannt. Keine Ahnung, das fand ich irgendwie komisch. Und seitdem habe ich auch nicht mehr Hive so gespielt. Aber jetzt gerade bin ich wieder. Ich wollte mal wieder ein bisschen hypen. Ich nenne das mal hypen, das Tu-Wort von Hive. Ja, hinter mir war einer. Wenn ich jetzt der Absturm tut, ne? Erstmal schnell was essen. Bitte, 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 bitte. Danke, danke, danke. Oh, hab mich selber gesprengt. Nein, ich hab mich ernsthaft selber gesprengt. Das war dumm. Das war dumm. Bruce Island. Ja, nicht so meins eigentlich. Und ja, ich habe dann, ich weiß, da ich wieder ein bisschen helfen wollte nebenbei, wo habe ich dann YouTuber mit meinem zweiten Account einfach beantragt. Haben sie gegeben, ne? Also wenn ich mich nicke, heiße ich Juni, wie jetzt gerade immer noch. Da oben, nee, heißt es jetzt. Oh, slash Nick. Na, Katzenpost aufhängen. Ich habe gerade meinen Titel kopiert von der letzten Folge. Ich glaube, das ist der, ne? Juni, ja. Aber groß geschrieben, das Y. So. Wollen wir da lang? Wo war es denn lang? Wollen wir da lang? Da wollen wir eigentlich lang. Oh, scheiße. Naja, renne ich halt da hinten hin. Eigentlich nicht so meine Route, aber ich weiß nicht. Müsste eigentlich ist gar nichts meine Route. Ja. Wenn ich mich nicht aufheife, dann heißt es Juni, dann weißt du Bescheid. Was habe ich denn ein hübsches Mädchen? Weil jetzt gerade bin ich Mr. Muri. Mr. Muri. Ich selber habe den blauen Skin genommen auf meinem zweiten Account. Wollte nicht nochmal den roten. Ich wollte nicht nochmal den roten. Traurig, aber wahr. Oh. So, schnell. Nimi. Und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo noch Truhen finden. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit jetzt ein bisschen geringer ist. Da ich keine Ahnung habe, wo wir lang rennen. Die Anti-Route. Meine Anti-Route. Ich will hier gar nicht lang gehen, bin hier aber. Das ist ein bisschen doof. Da will ich das. Ja, wir haben immer noch keine Waffe. Ich will auch ungern auf Schiffe gehen. Ich gehe ungern auf Schiffen. Ist nicht so meins. Außerdem renne ich schon überall immer Leute hin. Ich würde gerne in die. Ich wollte eigentlich ursprünglich in die Grotte gehen, die da hinten ist.
Bam, hab ich ihn gefistet. Naja. Da oben vielleicht übersehen? Nein. Weil die Grotte, da war jemand schon hundertprozentig. Da drinne. Da wollte ich rein. Ja, besser als nix, aber, ne? Ich meine, im Hoch, 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 da ist noch eine Truhe. Okay. Nicht so geiler Stuff. Gibt besseres. Ah, da hinten, ich glaube, ich gucke da jetzt nicht nochmal vorbei, sondern gehe direkt hier rein. Kurz ein bisschen mampfen. Auf Hive bin ich leider noch nicht so der Pro, wenn es um Routen geht oder Truhen oder sonstigen Schmarrn. Dafür ist hier der Profi hoch 100, der AnyArt IP. Der AnyArt ist hier wirklich der Babo auf Hive, muss ich sagen. Da ist jemand. Ah. Ja, meine Route hier. Wo gehen wir jetzt am besten lang? Das Problem ist hier bei Hive, es gibt keinen Kompass. Und dann sitze ich hier und denke mir, So, natürlich will ich mir Themen beantworten, zum Beispiel von Leuten, die Themen gestellt haben. Ein Thema ist hier, Gott? Nein, Spaß. Ein Thema ist, wie warst du als Kind? Ja, das ist ein tolles Thema. Schrecklich. Ich war schon in der Grundschule schrecklich. Es hat in der Grundschule angefangen, dass ich schrecklich war. Keine Ahnung, wie oft meine Eltern Anrufe bekommen haben. Ihr Sohn hat dies, ihr Sohn hat das, ihr Sohn, ihr Sohn. So ein Spaß, die. Und ja, ich glaube, Daueranrufe, dass ich ein Spasti bin, bekam die. Aber ich war auch schlimm als Kind, muss ich sagen. Eine Truhe? Nein? Okay. Eigentlich gehen nur auf Schiffe, gehen eigentlich nur immer Randys. Da sind Randys. Geh bloß weg. Pam. Pam. Den haben wir. Alle voll dumm. Warum killen die mich nicht? Lassen sich einfach alle umbringen. Habe ich einen Bogen? Nein, natürlich nicht. Was sind das für Idioten? Ich sag doch, bei Schiffen sind Randys. AnyArt, du hast recht. Bei Schiffen sind Randys. AnyArt. Er hat mir die Weisheit mit auf den Weg gegeben und er hatte recht. Danke dafür. Bei Schiffen sind Randys und ich, muss man dazu sagen. So. Danke an AnyArt, dass er mir gesagt hat, wo die Randys so abhängen. Na, ich verkacke wahrscheinlich gleich den Sprung. Sag ich doch. Nee, ich dachte schon, das reicht, aber die ist so weggeflogen, deswegen machen wir mit zack und bap. So. Da sind ein Team. Freut mich jetzt nicht so. Gibt geileres, ne? Na. Oh, Leute. Herzinfarkt. Bei Schiffen sind Randys. Schön. Die Weisheit des Tages für mich heute auf jeden Fall. Hat sich mehrmals bestätigt. So. Läuft ja ganz gut, ne? Obwohl es Breeze Island ist, nicht so meine Map. Na. Weg, Mann. Geh weg, Mann. Jetzt kommt der doch von hinten. Und snack den, pass auf. Oder die sind im Team. Wupp. Gehst du wohl weg? Habe ich denn mittlerweile einen Bogen? Nee. Geh weg. Okay.
Ist auf jeden Fall ein Team. Ergo, das wird schwarz für uns aussehen. Oh, Leute. Das ist richtig kacke gelaufen. Ja, beide direkt auf mich los. War nicht so geil. Gibt bessere Sachen, ne? Gibt geilere Momente im Leben. So. Oh Mann, das macht mich immer traurig, wenn ich einen DM verliere, weil irgendwie mehrere Leute auf mich draufgehen. Mich persönlich macht das immer traurig dann. Ja. Ja. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in einer anderen Folge wieder von Naumarkat. Das war eine schöne kleine Runde, in der ich einfach reingejoint bin und dachte, YOLO oder DOLO. Wie gesagt, trotzdem verkackt. Am Ende, wegen diesen zwei. Ich konnte nicht mal einen mit in den Tod reißen. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat und ihr vielleicht mehr Gameplay auch vom Hive sehen wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare oder lasst eine Bewertung auf jeden Fall da. Wenn euch das auch mal interessiert, wie ich spiele gegen andere Spieler, die auch mal vom anderen Server sind, hier wie jetzt hier. Vielleicht kann ich dir auch Hive auch irgendwann mehr die Routen so ein bisschen zeigen, wo ich dann da lang dönse, wenn ich feste Routen habe. Mein Greenscreen ist an der Stelle übrigens komisch, weil mein Hund hier liegt da unten. Das habe ich an der Hand. Das sieht cool aus. Bin da rot. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.